Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Marsch. Wir machen aktuell Hexenbrief für Silage. Der Abfahrer schon da. Aber wir müssen hier vorne abfahren. Hier stand da immer ein Helfer ein. Wir gehen heute mit einer neuen Aufnahmesession. So, das läuft mal. Na, kurz für einen Blick geschaffen, was wir machen wollen. Wir werden hier fliegen. Auf Feld 2. Jetzt noch ein bisschen weiter weg machen. Wir werden hier auch ein bisschen ändern müssen, die Straße ist jetzt mal. Wir werden die Straße ein bisschen erweitern. So, wir machen die Vorbereitung fertig. Der Traktor ist da. So. Dann werden wir nehmen den Sprachgewänder anfangen und nur Helfer mit dem normalen Helfer arbeiten lassen. So, mal gleich gucken, ob unsere Dünger fehlt. So, schauen wir. Wir werden mal nichts aussehen. Heute, 13. In 11 Tagen soll ja allerdings rauskommen, der Season Mod. Und da müssen die Felder leer sein. Ja, aktuell noch die 15, die 13 ist noch voll und Gras haben wir auch noch, jedenfalls ein Feld. Gras können wir eigentlich auch sehen normalerweise. Da ist gepflügt, dann werden wir da Gras auch sehen auf der 21. So, Wachstum. Die 13 wird dann nicht reif, die 25 auch, die 27 können wir ernten und zu Gras schneiden. Ansonsten müssen wir pflügen, die 2 und später die 20 und die 33, das ist ja auch gepflügt werden nachher. Die 13, oh je, da kann noch Dünger drauf. Und da ist schon Wachstum gewesen. Nutzt nichts, sollen wir Dünger aufbringen. Jedenfalls in dem Bereich. So, wir schauen. Mittlerweile kommt die Sonne wieder raus. Hoffen mal das Beste, dass wir entsprechend heute so Düngerstreuer. Und da muss ich erstmal ins Leben setzen. Reparieren. Nee, reparieren geht nicht. Achso, Regenreifen.
So, dann haben wir gleich unser Düngerstreuer ein. Und gleich können wir fahren 13 Schaden begrenzen. So, heute mein erster Tag. So, das erste Mal hier auf dem Marsch Regen. Angefangen in der vorletzten Folge, in der gestrigen Folge. So. Wir werden gleich Feld 13 fahren. Den Bart selber dünnen. Also, das geht. Quick. Genau, nicht gucken, aber Öl. Oder Unkraut, nicht mein Zeug. Aha. Sieht schon teilweise reif. Aber zumindest da, wo noch nicht reif ist, da kann man noch düngen. Stufe 1 wird nicht überall gedüngt jetzt, leider, aber dann in den Teil, wo noch nicht reif ist, da wird gedüngt. Also hier überhaupt nicht. Das klappt schon mal. Unser Abfahrer hier. Es regnet. Bei mir kommt auch Sonne raus. So, hat er schönes. Die Kühe brauchen ein bisschen Futter. Ist noch nicht viel, aber die Kühe voll. Das ist dann wenig. Bei Kollegen hat nur Stroh aufsammeln, im Sammelwagen. So,
Das wär's, wenn wir nicht Taktor nehmen. Reparieren. Ja, hier kann er verbündet werden, hier soll er drive. Da geht's noch. Sonst ist was ärgerlich. So, schauen wir mal. Heute einen freien Faktor. Ja, da muss ich hinten noch hinten nehmen, dann geht's. Aber der Kran. So, dann muss ich jetzt kurz mitfahren. Kurz höher fahren. Wenn er voll ist, kann ich wieder probieren. Können wir auch nehmen. Die Gitarre, dann kann man gleich die D-Maschine nehmen und dann auf Feld 21 glaube ich die Wiese. Ab auf den. Für den Kram von ihm heute hier. Ja,
auch unbedingt da hinten hinfahren. Da siehst du schon. Ist nur ein Darm. Wenn da mal ein Trip ist, da hinzufahren, dann macht das auch. Das ist halt wirklich nicht. Naja. Doch, ist der Erbsen reif. So hart, hart, ne? So, machen wir gleich zurück die Sachen nehmen. Was? Große Kurve nehmen. Gehen wir nicht rum. Den Deckel aufmachen hier für den Nachtbild alles. Dünger rein, weil der Gras noch gedüngt ist. Hoffentlich passt der Ton. Muss ich gleich nochmal testen. Hab eben die Aufnahme beendet. Ich glaube, Anzeige müsste einigermaßen passen. Die Maschinen könnten ein bisschen zu leise sein. Level 2. Glaube der. Könnte sich heute hinziehen. Hier machen wir eine Berechnung. Oh, die Augen verkehrt. So, Dauer. Geht nichts. Von null. Na gut, ne? Fertig. Oder nicht? Dann gleich geht los. Uhrzeit. Aber die Fahrt wird auch gleich zu Ende. Achtung. Also nicht falsch. Was? Genau, das passt. So, das mal sehen, was haben wir dran. Oh, hier drin ist. Ja, nicht ganz trocken, ne? Das haben sie nicht geschafft. Könnte auch eine Halle liegen, die naja, die 17er ist. Doch, das könnte auch sein. Bereiten wir mal vor, für Feld 13. Wie gesagt, Aussaat weiterhin würde ich nicht machen. Eigentlich doch, weil eine Folge kommt ja noch.
also ein Auto muss ja. Wenn es Regen ist, können wir sowieso nicht ernten. Und solange die reif ist, auch nicht. Lieber brauchen wir den Rest mal weiter. So. Lassen wir den abspritzen lassen, wenn es sauer wird. Das scheint zu funktionieren. Können wir mal auf Feld 1 noch nacharbeiten. Ja, das dauert auch noch ein bisschen. So, und ich fahre dann auf Schiff. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen auf ein Like oder ein Abo. Und war halt mal Füße in die Brücke. Ciao, ciao, bis dann, ciao.